All das führt meiner Meinung nach zu einer Gemengelage, wo es eigentlich schlüssig gewesen wäre, wenn, so wie Heinz-Christian Strache auch durch seinen Rücktritt, der Innenminister durch einen Rückzug aus seiner Funktion sichergestellt hätte, dass hier eine lückenlose Aufklärung möglich ist und dass es auch nicht irgendwie den Anschein einer Einflussnahme auf diese Aufklärung geben könnte. Diesen Schritt hat er nicht gemacht und insofern habe ich auch in Rücksprache mit dem Bundespräsidenten entschieden, dass ich dem Bundespräsidenten die Entlassung des Innenministers vorschlagen werde. Ich habe das auch dem Innenminister in einem persönlichen Gespräch und dem Parteichef Norbert Hofer in einem Telefonat mitgeteilt. Die Freiheitliche Partei, das haben Sie wahrscheinlich mitverfolgt, hat angekündigt, dass sie, sollte Herbert Kickl als Innenminister entlassen werden, sich vollständig aus der Regierungsarbeit zurückziehen wird. Wenn dem so der Fall ist, und davon gehe ich nach dieser Ankündigung aus, habe ich mit dem Bundespräsidenten vereinbart, dass wir bis zur Wahl natürlich Stabilität sicherstellen wollen und daher die frei werdenden Funktionen in den Ministerien durch Experten bzw. Spitzenbeamte übernommen werden. All das führt meiner Meinung nach. Herzlichen Dank.